Naja, Akten. also Abelmäßig-Idee ist blöd, da sind wir uns alle einig. Aber Abelmäßig-Idee ist auch nicht blöd. Ich sag euch warum. Wir sollten eher bei ihm einsteigen und gucken, was da noch so rumliegt. Weil wenn der solche Briefe schreibt, wie die, die wir gesehen haben, hat der bestimmt noch mehr Korrespondenz, die ihn in die Scheiße reitet. Das klingt vernünftig. Das klingt nach einem guten Plan. Und es ist schade, dass wir Jada nicht mehr hier haben. Ja, konnte sowas. Also ich bin natürlich talentiert in vielen Dingen, wie ihr alle wisst. Und meine Talente sind gar endlos, wie ich das sagen möchte. Aber... Ihr seid groß, plump und auffällig wie sonst nichts. Ihr habt einen Weg mit Worten, der mir verschlossen ist. Wird Zeit, dass mir in letzter Zeit ein diplomatisches Trainer ein wenig abhanden kommt. Ich muss sagen, das gefällt mir an euch ganz gut. Nun. Diamantis oder vielleicht Boltax, du hast ja schon mal so deine Wege gefunden durch das Erz. Sollten wir uns wahrhaftig der Sache annehmen, ist Diamantis vermutlich die bessere Wahl. Schließlich ist er auch in der Lage, verzeiht Boltax, körperlich anspruchsvollere Improvisationen durchzuführen. Solange wir uns nicht wieder auf einen Fexgeweihten verlassen, das war letztes Mal ein absoluter Reinfall. Naja, also meine Idee wäre, Boltax und Diamantis steigen dazu zweit ein und der Rest von uns sorgt für die Ablenkung. Wenn wir gerade unser Gespräch führen, schleicht ihr im Hintergrund und besorgt uns die Unterlagen. Ja, das könnte gehen. Aber mir, dein Zauber, kannst du ihn auch auf mich sprechen, der einen so uninteressant macht? Natürlich. Und dann sollte das ja kein Problem da sein. Währenddessen, Abelmir, ich nehme an, ihr möchtet eure Kräfte doch lieber schonen, werde ich euch wohl vor magischer Entdeckung verbergen. Nur für den Fall. Denn sollte der Mann wahrhaftig, wie man sich auf der Straße erzählt, einen Pakt mit Zollware haben, wird er mehr als eine Möglichkeit haben, um sein Hab und Gut auf magische Weise beschützen zu lassen. Ihr solltet mit Dämonen rechnen, allerdings nicht mit Kampfkräftigen. Man erzählt sich auf der Straße auch die ganze eine garetische Familie. Nun, Balingane ist eine garetische Familie, wie man mir erzählt hat. Naja, ich glaube, sie sind beides, oder nicht? So wie ich verstehe, beziehen die lokalen Ansässigen sich wohl auf die Lara Palingan, hier wohl in irgendein Königshaus eingeheiratet hat. Ich bin nicht gar so sicher, aber sie scheinen ihnen sehr wichtig zu sein. Nun, die Ursprungsfamilie Palingan scheint das Land war. Sie hatten eingeheiratet in das garitische Königshaus. Nun, ja, die ursprünglichen Alanfana stammten aus den Tulamiden. Wollt ihr denn jetzt sagen, dass jede alanfanische Familie tulamidische Wurzeln hat, Abelmir? So weit wollte ich jetzt nicht zurückgehen, aber ich wollte auch ausführen, dass die Paligans eine ursprüngliche alanfanische Familie sind. Ich denke, ihr spaltet hier Haare. Naja, also ich gebe ihm recht, die Paligans können ihre Kinder nicht bei sich behalten. Das ist ein bekanntes Problem. Aber du wolltest was sagen, Boltax. Ja, ich dachte bei Rafims Körperstatur, dass die Alanfane ursprünglich aus Torwall kommen. Es tut mir leid, das habe ich immer falsch aufgefasst. Nein, also es sind ein paar Torwallauten bei uns, aber das sind die einzig Vernünftigen. Ja gut, vernünftig sind die auch nicht, aber vernünftiger als der Rest von denen. Kehren wir vielleicht zum eigentlichen Plan zurück. Während ihr also diese Einladung wahrnimmt, wird Diamantis dort einsteigen, mit Boltax Unterstützung und sich nach... Was Beweise umsehen? Naja, vor allen Dingen dieser Korrespondenz. Also ich nehme an, wenn er so dumm ist und Briefe schreibt, dass er mehrere Briefe geschrieben hat. Und vermutlich auch Abschriften zur Sicherheit hat. Ja. Wir könnten sowohl Beweise mitnehmen, als auch zusätzliche Beweise platzieren. Sind die echten Beweise, die wir mitnehmen, der Grund für überhaupt eine Durchsuchung? Und dort werden dann mehr Beweise gefunden. Naja, ich verstehe, was ihr meint, aber ich denke, das ist gar nicht nötig. Nun, so oder so, ich denke, es ist besser, wenn ihr dies in zwei Stufen angeht. Dass ihr also Boltax als Rückfall habt, wenn in dem Land die Beweise platziert. Dann könnt ihr leichter reagieren. Dann solltet ihr aufgescheucht werden. Naja. Dann sagen wir diese Einladung für morgen Abend zu. Und reden tagsüber vielleicht noch mit dem Konteradmiral?
Kapitän, ja, soll ich mich noch bei dem Mann vorstellig machen oder haltet ihr dies für verfrüht? Nein, dafür könnt ihr den Tag gerne nutzen. Sehr wohl. Diamantis, wenn ihr euch in die Alchemiestube begleiten würdet, wir sollten durchsprechen, was ihr alles brauchen könnt auf dem Einstieg. Wir haben noch ein oder zwei Dinge im Reserve. Dann begleite ich euch besser. Hervorragend, ja. Eine Frage noch. Serventilio, bekommt ihr es irgendwie hin, dass die beiden miteinander reden können, auch wenn sie nicht nebeneinander sind? Ich fürchte nicht, nein. Na, schade. Oh, aber ich kann Diamantis ja in den Kopf gucken. In der Tat. Das heißt, zumindest eine einseitige Kommunikation müsste möglich sein. Ja, aber in der Tat ist eine zweiseitige Kommunikation ein großer Knackpunkt der Magierschaft. Die Elfen haben da eine Methode gefunden, die vermutlich mit einer harmonischen Verbindung zwischen den einzelnen Sippenmitgliedern zusammenhängt, die wir als nicht gar so verbundene Geschöpfe einfach nicht in der Lage sind nachzuvollziehen. Und das Implementieren von, teilweise auch Verschmelzen von dämonischer oder Daimonider, sowohl Essenz als auch Wesenheit, hat sich als schlecht kontrollierbar herausgestellt. Naja, also ich würde behaupten, ich und Abelmir sind schon sehr harmonisch miteinander, oder nicht, Abelmir? Natürlich, wir sind Blutsbrüder. Im Kampf gestählt. Das müsste doch gehen. Ja, allerdings fehlt euch dafür der Astralkörper. Lasst mich nicht theoretisieren, es ist wertlos für uns. Aber so oder so, aber das wird nicht gehen. Diamantis hat doch einen Astralkörper und ich kann ihm... Nein, er beherrscht den Zauber ja nicht. Wo habe ich den denn? In euch. Jedenfalls eine solche Materie oder Frage auch nur ansatzweise in die Praxis umzusetzen, würden jetzt mehr Zeit und Expertise dauern, als wir brauchen für Zeit, als irgendeiner von uns hat. Wir könnten uns vermutlich Abelmir mit noch weiteren zwei oder drei unserer Kollegen vielleicht aus der Grauen Gilde weiter im Norden einschließen und in einem Jahr hätten wir sicherlich eine brauchbare These für euch. Nun, ich habe diesen Zauber gelernt von den Elfen damals, nicht mit einer anderen Wesenheit, die auch diesen Zauber kann, zu verständigen. Ich kann das ebenfalls. Hervorragend, dann könnt ihr beide ja versuchen, die elfische Matrix irgendwie in eure Anwendung zu integrieren. Nichtsdestotrotz, die haben das nein. Ich kann euch nicht helfen, was das angeht. Naja, dann macht ihr euren Einbruchsplan und ich setze mich mit Sulamin und Abelmir hin und wir machen unseren Besprechungsplan, oder wie nennt man das, Sulamin? Wir hören uns einmal an, was er zu sagen hat und suchen nach einem Hebel. Das ist dann aber wirklich gut, wenn Abelmir bei euch ist. Dann kann ich mit Abelmir kommunizieren, auch nonverbal über diesen Zauber. Oder er mit mir, für den Fall, dass etwas schieflaufen sollte. Also wir brechen da ein, während ihr mit dem an der Wasserpfeife sitzt? Oder wie darf ich das verstehen? Naja, wir wollen ihn ja aus seinem Büro raus haben oder wo auch immer er normalerweise sitzt. Ich denke, da müsst ihr nämlich hin. Und das ist einfach ein guter Moment, denke ich, oder nicht? Ich gehe davon aus, dass solch wichtige Korrespondenz außerdem durch, ich weiß nicht, einen zwergischen Tresor, ein Kombinationsschloss oder etwas ähnliches geschützt wird. Es wird nicht einfach in der Schreibtischschublade liegen, die man aufbrechen kann. Naja, Boltax, am besten klammerst du dich einfach ganz fest daran und reißt dann durch die Erde. Also ein Schlossacken kann ich tatsächlich, je nach Aufbau, ein Zwergeschloss sicher nicht. Ich werde euch mit ein wenig Säure ausstatten, nur für den Fall der Fälle. Und im schlimmsten Fall der Fälle habe ich ja noch mein Elementar. Ein Erzelementar müsste so ein Tresor auch auseinandernehmen können. Ihr wollt vermutlich vermeiden, innerhalb Astralkraft freizusetzen, wenn es irgendwie geht. Nun ja, deshalb würde ich ihn ja schon im Vorfeld darum bitten und in meinen Ring einladen, sodass ich ihn gegebenenfalls herausziehen kann. Ja, das klingt ja eine vorsichtige genug Vorgehensweise. Nichtsdestotrotz, vermutlich könnt ihr damit rechnen, dass jede Art von magischer Überwachung anschlagen will. Sie solltet ihr diesen Dienst tatsächlich einfordern. Nun, das kann ich mir vorstellen, gerade wenn er nun ja ein Paktierer des glänzenden Goldes ist. So wäre es doch sehr. Ich muss keine Ahnung. Sind wir jetzt schon irgendwie auf dem Weg in die Alchemiestube oder braucht ihr hier oben noch was? Nö, ich habe nichts mehr. Nö. Okay.
Seht dann mal hier, jeder von euch eins. Dies ist ein relativ potentes Schlafgift. Ihr müsst allerdings Sorge tragen, dass ihr euch nicht schneidet. Was haben wir noch? Was haben wir noch hier? Ihr seid auch ein großer Freund von diesem Diamantes. Sollte euch geschmeidig machen, wie sonst nichts. Ich empfehle euch allerdings, vorsichtig zu sein in der Einnahme. Säure. Ich will ein wenig kondensieren müssen. Kommt am besten morgen Phil noch einmal dafür wieder. Braucht ihr denn noch etwas? Ihr habt nicht zufällig ein Unsichtbarkeitselixier. Seid ihr in der Lage, einen Unsichtbarkeitszauber zu sprechen? Nein. Dann fürchte ich nicht schnell genug für euch, nein. Ihr könnt den Abel mir fragen, ob er einen entsprechenden zur Verfügung stellen kann. Oh, ja, das wäre natürlich sehr hilfreich. Dann werde ich das später noch tun. Ja, hervorragend. Ansonsten, wir haben noch das Band vorwärtigen Geister. Ich habe leider nichts gegen Unsichtbares für euch. Ihr werdet euch dafür die Sinne verlassen müssen. Und, dies war es zunächst einmal aus meiner Elfhundgrube. Nun, ich denke, das dürften wir alles so hinkriegen. Hervorragend. Ich habe schon einen Notfallplan. Ich weiß nicht, wo ich zum besagten Zeitpunkt sein werde. Ich habe allerdings wenig Interesse daran, mich auf dem Empfang blicken zu lassen, wenn es irgendwie vernehmbar ist. Es ist also gut möglich, dass ich mich als dritter Rückstopp für euch zur Verfügung stellen kann. Nun gut. Und sollten uns Wachen begegnen, kann ich diese ja einfach ohnmächtig werden lassen. Ja, in der Tat. Ich vergaß, dass ich werde einen Anfluss jetzt aber tatsächlich beherrscht. In diesem Fall ist es wohl besser, wenn wir Diamantes mit mehr des Schlafgiftes ausstaffieren. Ja. Und euch nicht. Selbstverständlich. Hervorragend. Ich benötige das nicht. Ich beherrsche es ja selbst. Ich könnte sie auch versteinern, aber davon nehme ich noch Abstand. Gibt es irgendeine Möglichkeit, diesen Stillezauber, den du immer wirkst, nur auf meine Waffe zu legen? So dass ich nicht darauf angewiesen bin, Leute mit einem Licht zu schneiden, mit dem Schlafgift und auch schießen kann. Ja, ich gehe davon aus, ich könnte ihn sehr klein modifizieren und auf die Mündung deiner Waffe legen. Aber das müsste ich mir nochmal genau anschauen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich müsste es erst einmal ausprobieren. Vermutlich ließ er sich sogar als selbst auslösende Matrix an das Geschoss selbst binden und entsprechend eine Kurzausdehnung der Zone. Aber dafür haben wir jetzt nicht mehr die Zeit. Ich denke, einen Tag auch. Mehr oder weniger, dann könnte ich euch helfen. Ich bin nicht der beste Objektzauberer, das muss ich dazu sagen. Und wenn ihr die Wirkung zur Verfügung stellt, behaltet dies für die Zukunft im Kopf. Wenn ihr die Wirkung zur Verfügung stellt, Bortax, ich kann euch mit der Bindung helfen. Nun, ich denke, das kriegen wir hin. Nun gut, Diamantes, ich wollte noch die Hautrötung an eurem Hals untersuchen, wenn ihr einen Moment bleibt. War klar. Braucht ihr mich dann noch? Ich denke nicht, nein. Nun gut, dann wünsche ich, sind das lebende Alraunen? Eine einzige, in der Tat. Sie muss überragend frisch gezupft und eingelegt worden sein. Tatsächlich wahrscheinlich aus Beständen, die Marix an Land gebracht hat. Oh, ertrinkt die da gerade? Nun, es ist mehr ein Faksimile, eine Ertrinkbewegung. Schließlich ist es kein echtes atmendes Lebewesen, sondern nur eine Ausformung von aus der Umgebung gesogener Astralkraft, die sich in die formgebende Wurzel der Alraune eingesogen hat und jetzt ihrer Form entsprechend handelt. Ihr wisst, wie magische Artefakte, zum Beispiel ein Verteidigungszauber, besser binden und wirken lässt, wenn er in einem Schild oder in eine Schuppe gebunden ist. Ein ähnliches Konzept, nur freien Wildbahn aufgetrieben. Sehr faszinierend sogar. War das jetzt ein Ja oder Nein? Ihr müsst euch nicht Sorge darüber machen, dass dieses Ding leidet. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gegebenenfalls habe ich bald etwas, das ich verzaubern muss. Aber dann kommen wir darauf zurück. In der Tat. Ein hübsches Objekt aus Zwergengold. Faszinierend. Nun, lasst dann mal sehen. Die Schwellung ist ein wenig zurückgegangen, das ist gut. Ja, ich gehe dann.
Tatsächlich gucke ich mir einfach die Eintrittsstelle, weil der Dämon ist ja unsichtbar, das heißt, man kann da durchsehen. Ich nehme an die Stelle, wo das Rihanna sich reingraben, sehen entsprechend nach außen auch mehr gerötet aus, war schon wie ein Mückenstich oder irgendwie eine allergische Reaktion oder so. Etwas zurückgegangen, das ist schon mal gut. Ich denke nicht, dass ihr euch weiter Sorgen drum machen müsst, aber behaltet dies von einem Spiegel im Auge, ja? Ja, das mittlerweile. Also beim ersten Mal hat sich das fast schon anders angefühlt. Mittlerweile habe ich mich sogar fast, ich mag es kaum darauf auszusprechen, aber schon fast gewöhnt. Das ist gut. Ich werde bemüht, die Hand so auszuformen, dass sie nicht ganz so sehr im Weg wären. Wenn ihr morgen ein wenig Zeit findet, findet doch vielleicht heraus, wo wieder Marek Fuchsäcker wohnt und ihr Kind aufbewahrt und wie man hinein und hinauskommt. Was für den Fall der Fälle. Meinst du, wir sollten wirklich das Kind entführen? Das Kind entführen? Ich würde doch nie im Leben den direkten Befehl der Kapitania zuwiderhandeln. Aber wenn ihr wisst, in welchem Zimmer es schläft und wie es heißt und wie die Farbe der Schleifen in seiner Kleidung sind, können wir der Frau, Fuchsäcker, vielleicht hinreichend glaubwürdig vermitteln, dass wir ihr Kind haben, ohne es zu haben. Ein klein wenig Unwahrheit hätte sie noch nie geschadet bei solchen Verhandlungen. Damit könnte ich mich vielleicht anfreunden, aber ein Kind zu entführen. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Wie ich bereits sagte, Wissen ist an dieser Stelle Macht. Keine Sorge, ich kann es damit vereinbaren. Und wie ich bereits ausgeführt habe, wenn ihr nur glaubwürdig genug vermitteln könnt und detailliert, dass wir ihr Kind haben, müssen wir es gar nicht haben, ohne dass sie denkt, dass wir es haben und sich entsprechend benimmt. Und mehr wollen wir doch auch gar nicht. Oh, ich hab noch einen Granatapfel mit dem Namen Marek drauf. Nun, den werde ich irgendwie zum Einsatz bringen. Vielleicht lieber später als früher. Gut, das hier sollte jedenfalls reichen. Ich werde euch ein wenig Fett hier drauf tun und der Rest sollte es gewesen sein. Und dann sind wir hier, denke ich, fertig. Unser Ventil wird sich an eine kurze Nachtschicht machen, ich muss jetzt mal ins Video schauen, wie die Säure ist. Aber kann ich bis nächstes Mal nachschauen, ne? Wahrscheinlich noch wichtig. Ja. Noch irgendwelche Sachen? Ich möchte mich einmal von unserer örtlichen Heilerin einmal durchchecken lassen, ob ich mir irgendwelche Rippen gebrochen habe. Achso, sie flickt dich wieder zusammen. Vielleicht hast du eine Rippe gebrochen, ja. Vor allem ist es eine blutige Nase. Dein Kinn schmerzt ein bisschen. Und ja, es sind wie gesagt alles Ausdauerschaden, beziehungsweise die Hälfte deiner Trefferpunkte ohne Wunden bekommen zu haben. Das geht relativ fix und dann bekommst auch du eine Regeneration plus 8 über die Nacht. Ich würde gerne noch einen elementaren Diener Erz herbeirufen und den in meinen Ring einladen. Ich würfel dafür einfach. Elementaren Diener Erz. Genau, nur für den Fall, dass wir Probleme haben sollten mit irgendeiner Tür in einem Schloss oder sowas. Ja, das sieht gut aus. Ich habe jetzt keine Erschwernisse oder Erleichterungen mit eingerechnet. Und hier kommt der Kontrollwurf. Aber müsste trotzdem gelungen sein. Den kann ich ja nur auf eine 20. Sicher? Ja, also außer es gibt jetzt massive Erschwernisse, weil wir auf See sind oder so. Aber ich nutze ja ansonsten immer Geschenke und alles Mögliche. Also zur Not würfel ich den einfach nochmal. Ich habe ja noch einen Schicksalspunkt. Was hast du als Geschenk dieses Mal? Gib mir einen Schicksalspunkt und würfel den nochmal neu. Ich meine, 10-fache Menge Erz. 20! Aber ich müsste ihn mit der 18 eigentlich bestanden haben, aber ist egal. Ja, aber nicht auf hoher See. Also wenn du auf See beschwörst, in irgendeiner Kajüte, wo Holz ist, da ist Luft drumherum, da ist Holz und da ist Wasser, aber da ist kein Erz und da kannst du Geschenke geben, wie du willst. Nee, ja, ich mach das nicht, ich helf dir nicht. Ich gehe nicht in deinen Ring. Du kannst mir gerne was anderes sagen, was ich sofort mache, aber kein Ring. Na gut, wenn du möchtest, dann würde ich dich bitten, aus diesem Zwergengold zwei kleine Stücke herauszulösen und zu sehr schönen Ringen zu formen, die ich um meinen Finger stecken kann. Kurzum, ich möchte meine Ehringe von ihm haben. Okay, dann kriegst du Ehringe. Ich denke, da werde ich natürlich. Ach so, also, du heiratest.
Ja, wenn du die beiden Ringe nicht getrennt hast, sondern wenn du sie wieder bekommst, dann sind sie in einem Stück zu einer 8 geformt, zu einem Unendlichkeitssymbol. Und du kannst sie mit einem einfachen Drehen auseinanderklicken und dann sind sie eben schön hübsch geschmiedete Ringe. Aber in Kombination ergeben sie das Unendlichkeitssymbol. Alles klar. Das wird ja nicht den ganzen Barren kosten, sondern wahrscheinlich nur ein Stück davon. Aber der Djinn ist, oder der elementare Diener ist zumindest fertig. Ja, alles klar. Glücklicherweise super. Haben wir einen Plan B. Als ob ich in einen Ring gehe. Und damit zerbröckelt er wieder. Hoffentlich hat er keine Flüche auf die Innenseite der Ringe graviert. Schau lieber rein. Ich leg sie mal kurz ins Feuer, um zu gucken. Elementar hat ja noch einen Plan. Wir haben zum Glück einen Plan B und können euch Krötenhauch zur Verfügung stellen. Du kannst auch noch schnell irgendeinen Dämon beschwören. Warum sollte ich das tun? Um Boltax zu Rai kriegt das aufgebrochen. Aber ich habe doch gerade extra noch gesagt, dass wir möglichst wenige aktive Matrizen reinführen wollen. Vor allem keine Wesenheiten. Ja. Deswegen lieber Krötenhauch, denn das löst auf Leder, Holz, Eisen, Zink, Kupfer und Bronze. Aber wenn es ein Zwergenstahl drin, sowas dann nicht. Das ist egal, Stahl ist Eisen. Stahl ist nicht Eisen. Klar, Stahleisen. In Zwergenstahl ist noch was anderes mitverarbeitet. Es ist ganz egal, wie sie es legieren, ist trotzdem Eisen. Das gucke ich mir im WDA an. Bitte, bitte.